Moin Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es ist soweit, die angekündigte dreimonatige, ich nenne es jetzt mal Jeep Life Tour, ist gestern gestartet. Wir haben gestern schon einiges an Strecke zurückgelegt, sind jetzt hier aktuell in der Schweiz angekommen und ich zeige euch mal den Ausblick. Alter, ich sehe das auch gerade das erste Mal, weil wir im Dunkeln hier angekommen sind. Ich glaube, das kommt auf der kleinen Kamera gar nicht so rüber. Da unten ist Montreux, und ich weiß es nicht, spricht man da schon so französisch aus, weil da drüben ist ja auch schon Frankreich, das ist direkt an der Grenze. Ein riesen See, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt schon mal am Genfer See war, ich bin mir unsicher. Ja, Wetter heute etwas bedeckt, etwas regnerisch, ein bisschen frostig ist es auch. Da hinten schneebedeckte Gipfel, sieht auf jeden Fall echt spektakulär aus. Unser grobes Ziel für die nächsten Monate ist erstmal immer weiter Richtung Süden, wo es ein bisschen wärmer wird, Richtung Spanien, Portugal, und den Rest des Weges lassen wir uns einfach treiben. Also wir haben gar kein festes Ziel vor Augen. Wir schauen mal, wir wissen, dass wir ungefähr in die Richtung fahren wollen. Der Rest passiert, wie er passiert. Kommt am Ende sowieso immer alles anders, deswegen haben wir gedacht, planen wir nicht allzu viel und fahren einfach drauf los. Das war unser Schlafplatz hier für die Nacht. Da hinten ist der See. Wir haben uns gestern mit den Autos hingestellt. Das ist jetzt unsere Wohnung für die nächsten drei Monate. Leute, Vivien ist mit dabei. Und Dustin und Finn sind auch mit dabei. Haben wir auch im Auto kampiert die Nacht. Hier wird sich gerade fertig gemacht. Das ist unsere Wohnung. Das ist eure Wohnung. Ja. Allerdings nicht für die nächsten drei Monate, sondern für die nächsten, sagen wir mal, 10 Tage ungefähr. Ja, wir fahren so ein bisschen zusammen die erste Zeit. Das heißt, die nächsten Tage sind wir erstmal zusammen unterwegs und werden, soweit jetzt erstmal der Plan, so ein bisschen durch die französischen Alpen fahren. Ich glaube auch irgendwie am Mont Blanc vorbei und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, eine ganz schöne Gegend. Und ja, in dem Sinne würde ich auch sagen, wir packen zusammen, essen eine Kleinigkeit, machen uns fertig. Und dann geht's weiter. Wir stehen hier vor einem riesigen verlassenen Krankenhaus- oder Klinikkomplex und schauen uns das Ganze gerade mal von außen an. Sieht auf jeden Fall so aus, als wäre schon ein paar Jährchen verlassen, ein bisschen Graffiti, alles recht durchwühlt. Eine komische Geschichte allerdings nur, hier geht ein rotes Kabel, was noch relativ neu aussieht, dahin und geht hoch aufs Dach. Wahrscheinlich steht da eine Antenne oder sowas, die noch genutzt wird auf dem Dach. Und vorne vom Eingang steht ein Auto, wo ein Kabel reingeht. Und da drin sitzt ein Typ. Deswegen kundschaften wir die Lage gerade mal hier so ein bisschen aus. Oh ja, hier wurde auf jeden Fall schon ordentlich Gas gegeben. Das ist richtig zerrobbt. Ich weiß noch nicht, ob das zum Krankenhaus mal gehört hat, ne? Aber ich schätze mal, das ist auf dem gleichen Gelände. Sieht aber irgendwie nicht nach Klinik oder Krankenhaus aus. Doch, doch, doch. Das sind, guck mal, hier standen noch Krankenbetten drin. Oder nicht? Ja, sonderlich viel zu sehen gibt es hier jetzt nicht mehr, glaube ich. In dem Gebäude tropft es überall schon rein. Aber irgendwas mit dem großen Krankenhaus gegenüber muss es ja zu tun gehabt haben. Seltsames Gebäude auf jeden Fall, wie das aufgebaut ist. Ja. Dass man hier jetzt einfach so an der Seite über die Balkons nach oben noch kann. Aber geiler Ausblick.
Aber hier siehst du ja ganz gut, das waren alles mal Zimmer hier. Leer jetzt. Und die Einrichtung liegt eher da unten. Das Ziel der Begierde ist allerdings das Gebäude da drüben. Wir sind jetzt tatsächlich in einem Anbau von dem großen Krankenhaus. Eventuell, das ist unsere Vermutung, geht es über so einen Verbindungsgang rüber ins Hauptgebäude. Auf jeden Fall stehen wir hier in einer Art Wellnessbereich, würde ich sagen. Ja, hier ist auf jeden Fall so Tretbecken. Große. Und wir schätzen jetzt, dass man vielleicht hier irgendwie rüber ins Hauptgebäude kommt. Meinst du wirklich? Guck mal ganz vorsichtig nach oben links. Du kannst schon ein Stück rein. Ich verstehe auch hier. Da über dem Holz. Siehst du? Ah, ja, das sieht schon komisch aus. Also hier scheint auf jeden Fall noch ein bisschen was drin zu stehen. An Mobiliar. Ein alter Stuhl. Ja, so. Reha-Zeugs halt irgendwie, ne? Deswegen auch die Sporthalle da. Und hier wahrscheinlich so verschiedenste kleine Behandlungsräume. Also ich habe auf jeden Fall auch irgendwie was gelesen, dass das Ding seit ein paar Jahren leer steht und dann zwischenzeitlich, passt ja dann, irgendwie für Corona noch benutzt wurde. Ich weiß nicht, Impfen oder was hier auch immer gemacht wurde, keine Ahnung. Und jetzt soll das Ding halt seitdem dann komplett leer stehen. Ich meine, man sieht es ja auch, hier wurde auch schon einiges randaliert. Was uns aber so ein bisschen verunsichert, ist, dass einmal das Auto vorsteht, während wir gerade hier sind, und diese Bewegungsmelder, die aber irgendwie auch nichts mehr machen, aber wir sind uns da nicht sicher. Deswegen pirschen wir uns mal ein bisschen vorsichtig voran. Da ist das Security-Auto. Also zumindest das Auto, wo irgendwie ein Typ drin sitzt. Das ist auch beschlagen. Und der hat da irgendwie ein Kabel aus dem Container in sein Auto gelegt. Bonjour. Bonjour. What? English? Nee. No. You speak English? Ah, oh, okay. Wir erkunden verlassene Gebäude. No? No? Es ist verboten, uns zu besuchen. Wir überwachen es, also es ist kein verlassenes Gebäude. Ah, okay, okay. Können wir vielleicht gegen eine Eintrittsgebühr den Rest des Krankenhauses besichtigen? No. No? No? Okay. Ja, kurzer Ausflug gewesen. Wir sind wieder im Auto, haben uns jetzt aber gerade noch mit dem Sicherheitsbeamten unterhalten. Sehr, sehr netter Kerl. Er schläft doch nicht draußen im Auto, also doch, er war draußen im Auto, aber augenscheinlich hat er nicht geschlafen. Er hat uns irgendwie über die Kameras, übers Handy beobachten können oder irgendwie sowas haben wir jetzt rausgehört. Und ja, wir haben ihm gesagt, wir wollten nur gerne ein paar Bilder machen und sowas. Der war auch super, super lieb, hat dann noch seinen Chef angerufen, aber ja, er darf uns halt nicht reinlassen. Wir fahren jetzt auf jeden Fall gleich rüber nach Italien und dann schauen wir mal, ob es bei der nächsten Location vielleicht besser läuft. Benvenuti in Italia, Leute. Herrlich, kaum sind wir in Italien, scheint die Sonne, der Himmel strahlt in wunderschönem Blau. Richtig schöne kleine Gassen, durch die wir hier gerade laufen. Wir sind in so einem kleinen Kurort, irgendwie sowas. Irgendwie so scheint es zumindest. Ist das schön, Leute. Die ersten Sonnenstrahlen auf der Haut. Man spürt das Vitamin D durch den Körper ballern. Aber ist doch schön geil irgendwie. Nach den ganzen regnerischen Monaten, dunkle, nasse Monate, ist das doch richtig geil, das erste Mal Sonne auf der Haut zu spüren. Und dann auch noch hier im wunderschönen Italien. Sleeping like a child, so luminous and vibrant, I'm always in bloom for you, always in bloom, always in bloom. So, ein paar Stunden später, die Sonne geht langsam
am Horizont unter. Es ist jetzt gleich 19 Uhr, ist aber noch super angenehm warm. Ich glaube 17 Grad oder sowas, also richtig schön. Wir sind auf dem Weg zur nächsten verlassenen Klinik, die wir auf dem Weg haben. Und ich frage mich gerade bei diesem Weg wieder, wir haben das Auto ungefähr einen Kilometer weiter abgestellt, weil es da auch nur noch zu Fuß weitergeht, wer diese ganzen alten Kliniken früher immer auf Bergen bauen musste. Keine Ahnung, was es für eine Klinik ist, aber gleich wissen wir mehr. Wir stehen vorm Gelände. Hier ist eine fette Kapelle, die uns als erstes begrüßt. Die sieht auf jeden Fall schon richtig alt aus. Wachsen oben schon Bäume drauf. Der Eingang komplett zugewuchert. Die sieht auf jeden Fall richtig imposant aus. Das ist so typisch dieses, ja, dieser italienische Baustil wieder hier. Hier ist noch so eine alte Tafel mit Todesanzeigen drauf. Das sieht ja auch schon super alt aus. Die Hälfte davon ist schon weggeblättert und verschwunden. Ja, und hier auf der anderen Seite ist halt der Haupteingang. Das ist schon echt ein imposantes Ding hier, mitten im Nirgendwo. Das Ding klebt schon drin. Alter, wenn du da nicht mehr rauskommst gleich, ne? Oh, das dann passt bloß auf. Wenn du da gleich zur Hälfte drin steckst, die Hüfte nicht durchgeht. Dann haben wir den Salat. Dann hängst du da einfach so drin. Ja, okay, das klappt. Alter. So. Eingang in die Kapelle ist gefunden. Und jetzt bin ich mal gespannt. Scheint hier irgendwie so eine Art Vorraum zu sein. Sieht auf jeden Fall auch schon richtig imposant aus. Also die Größe vom Gebäude in Kombination, du hast hier jetzt so einen Innenhof. Also das war, glaube ich, der Haupteingang hier, wo ich vorhin vorstand. Und du hast hier einfach jetzt, bevor du in die Kapelle kommst, noch so einen riesen Innenhof. Das sieht schon fett aus. Hier hast du vielleicht mal irgendwie so ein bisschen Bepflanzung gehabt oder einen Teich oder sowas. Die Stufen, die hier hochführen. Und allein wie dieser Zwischenraum hier aufgebaut ist, sieht schon richtig cool aus. Und hier oben noch ein paar alte Scheinwerfer und Bilder. Das ist auch richtig so ein Stein, so eine Steintafel. Also ein, zwei verlassene Kapellen hatten wir ja schon in Italien. Die waren allerdings ein bisschen neuer. Die waren ja schon richtig imposant. Aber jetzt hier so ein altes Gebäude hat natürlich nochmal einen ganz anderen Reiz, finde ich. Weil gerade mit dieser Architektur und sowas. Oh, das sieht aus wie so eine alte Bibliothek hier. Okay. Und der Hauptraum. Die Kapelle. Leute, sieht das geil aus. Ey, von wann auch immer dieses Gebäude hier ist, ne? Das ist bestimmt 100 Jahre alt. Vielleicht sogar älter. Hier ist noch so ein Podest. Das ist auf jeden Fall richtig geil. Wahnsinn, da oben hängt mein riesen Kronleuchter. Was ist das da? Wie so ein Balkon. Ja. Und dann hier, wo die Leute Platz nehmen konnten, die Bänke. Links und rechts nochmal so Riesenschreine. Dekor Carmeli. So, von der Kapelle geht es jetzt auf jeden Fall weiter zum Krankenhaus. Und es sieht so aus, als wäre das früher mal ein Riesengelände gewesen, weil das hier so einen Park miteinander verbindet. Sieht auf jeden Fall schon spektakulär aus. Alleine die Kirchturmspitze, wie die da hinten rausguckt. Ist auf jeden Fall schon ein guter Klopper. Das sind überall Patientenzimmer, Balkone. Da auch. Und hier in der Mitte hast du so einen gläsernen Übergang. Sieht schon speziell aus. Ei! Dorn! Ei, 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 ei.
meine Lieblingspflanze. Oh nee. Aber so alt ist das Ding hier nicht. Das hat ja sogar eine Feuerleiter. Die Kirche ist auf jeden Fall um einiges älter. Oh. Aber gut, in dem Zustand muss das auf jeden Fall schon ein paar Jährchen leer stehen. Die ist auch gut platziert hier. Was macht das denn für einen Sinn? Also, die Patientenzimmer und sonst eigentlich auch alles scheint relativ leer zu sein. Aber wir werfen auf jeden Fall noch mal einen kleinen Blick aufs Dach, wenn wir schon mal hier sind. Schon geil, Leute. Das ist der Turm von der Kapelle. Da hinten geht die Sonne langsam unter. Und da hinten sind noch schneebedeckte Berge. Geil, Leute. Einmal Rundumblick, schneebedeckte Gipfel. Da unten kleines Dörfchen. Und da hinten geht die Sonne unter. Oh, Leute, ist das geil. Da hinten brüllt gerade irgendwo die ganze Zeit ein Reh. Das ist auch das Schöne an diesen Orten. Vor allem, wenn sie so groß sind und weit abseits liegen vom Lärm der Stadt. Und nicht so viel Trubel ist. Kriegst du diese Kleinigkeiten, die um einen herum passieren, auch mal wieder mit. Was man in der Stadt blind für geworden ist und im alltäglichen Leben. Das ist das Schöne an diesen Orten. So Leute, ich hoffe, ihr seht noch ein bisschen was. Aber ich zeige euch einfach mal das hier. Das ist rotes Licht und ihr wisst, was das heißt. Der dicke Sack ist auch mit dabei. Es ist seit langem mal wieder Zeit für einen Overnighter. Ich glaube, der letzte ist echt ewig lange her. Ich weiß es gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Und wir haben jetzt gerade noch spontan unsere Sachen hochgeholt, sind den ganzen Weg zurück, haben alles zusammengepackt und sind den ganzen Weg wieder hergekommen. Ja, haben uns das hier gemütlich gemacht. Ich zeige euch das Ganze gleich nochmal. Und jetzt wird auf jeden Fall schön lecker eine Kleinigkeit gebrutzelt. Ich habe richtig Hunger. So sieht das Setup aus hier. Schlafplatz von mir und Vivian, übrigens der erste Overnighter. Jungfräulich hier unterwegs und alte Hasen im Geschäft natürlich. Ja, mit dem Defense 6. Das denn am Start mit dem Defense 6 Original bei 15 Alter. Grad plus noch. Ja, die beiden gemütlichen hier mit Defense 4 und Defense 6. Ja, wie gesagt, jetzt wird lecker noch was gekocht. Ich habe richtig Hunger und dann wird gegessen. Es ist ein Traum, Leute. Hier oben wird das einfachste Essen wieder zum 5-Sterne-Menü. Also, in dem Sinne, wir essen jetzt. Und falls die Nacht noch was passiert, melde ich mich. Und ansonsten sehen wir uns ausgeruht und gestärkt morgen früh. Gute Nacht. Leute, die Nacht ist endlich vorbei. Das hat sich echt endlos angefühlt. Ich habe wirklich schlecht geschlafen. Gestern habe ich noch gesagt, Defense 4, Defense 6, habe mich drüber lustig gemacht. Es ist doch noch echt frisch geworden in der Nacht. Gut, ich habe mir dann meine Klamotten nochmal angezogen. Dann ging's. Aber ich habe den Sack jetzt hier seit ich YouTube mache, seit 7 Jahren oder irgendwie sowas. Der war mit auf der ersten Fahrradtour damals schon nach Rom.
Und gefühlt hat er nur noch die Wärmeleistung von einer Plastiktüte. Aber irgendwie, weiß ich nicht, ist das so eine emotionale Bindung. Wir sind unzertrennlich, der ist schon fast festgewachsen an mir. Ich habe ihn auch noch nie gewaschen. Nein, Spaß. Aber der Ausblick entschädigt. In die Richtung schneebedeckte Berge. Und in die Richtung ein wunderschöner Sonnenaufgang. So, halbwegs gut erholt geht's weiter. Im Hintergrund seht ihr nochmal das Gebäude. Da oben irgendwo haben wir gepennt. Ja, ich glaube, viel weiter erkunden muss man hier nicht, weil hier ist alles an Inventar liegt draußen und hier ist irgendwie alles zerkloppt, was zerkloppt sein kann. Nichtsdestotrotz, geiler Ausblick von oben. Richtig schöner Morgen. Etwas frisch, aber es soll heute wieder richtig schön werden. Und in dem Sinne geht's für uns den weiten, weiten Weg wieder zurück zum Auto. Und dann weiter Richtung Supermarkt, ein paar Kleinigkeiten einkaufen und dann weiter, wohin der Wind uns weht. Also, Abfahrt. Wir stehen hier vor einem riesigen verlassenen alten Sanatorium. Richtig imposanter Eingang hier mit Säulen. Ganz altes italienisches Gebäude. Ein paar Palmen. Und das Ganze steht schon wohl ein paar Jährchen leer hier. Wir sind jetzt übrigens am Mittelmeer angekommen. Vielleicht kriegen wir hier irgendwie noch einen schönen Ausblick aufs Meer. Es ist auf jeden Fall richtig warm. Ich weiß gar nicht, ob man das Gebäude ganz drauf kriegt. Es ist auf jeden Fall riesig. Das ist hier nochmal einen richtig schönen großen Innenhof und diese richtig geile mediterrane Architektur wieder. Ne? Ich liebe diese Farben auch von den Gebäuden hier. Da oben so ein Balkon, da wäre es natürlich richtig cool, wenn wir da irgendwie hinkommen. Und dann hast du hier wahrscheinlich die ganzen Zimmer. Das sieht auf jeden Fall sehr, sehr krass aus. Riesen Treppenhaus als erstes hier. Hier sind sogar solche Fallgitter. War das vielleicht so mal irgendwie so eine psychiatrische Einrichtung? Oder warum macht man sowas sonst? Keine Ahnung. Auf jeden Fall geht's ein paar Stockwerke nach oben. Hat ein bisschen was von einem Gefängnis, ne? Ja. Hier so Zellentrakt und in der Mitte die abgesicherten Treppenhäuser. Du hast hier halt überall auf den verschiedenen Etagen. Sieht genauso aus wie hier. So einen kleinen Flur. Und in alle Richtungen gehen dann ja, wahrscheinlich Behandlungsräume und Patientenzimmer weg. Hier sind noch ein paar alte Schränke. Ein Aufzug. Oh mein Gott, das denn? Ich sehe schon von hier. Und ein altes Patientenzimmer, wa? Und ich sag dir ganz ehrlich, also ich möchte nicht gerne ins Krankenhaus, aber hier Patient zu sein, das ist krasser als so manches Hotel, würde ich sagen. Leute, wie geil ist das denn bitte? Unglaublich.
Wow. Ja. Ist das krass. Ich glaube, ich habe selten so einen geilen Ausblick gehabt. Close your eyes, hear the voice within, calling. This heavy load got under your skin. All in, you got the white knuckles holding on a tight. Keeping your feelings bottled up inside. Heading for a collision in the night. Einige hundert Kilometer später und ein paar Stunden später, wir sind hier schon wieder dabei, einen Berg hoch zu kraxeln, eine richtig geiler Umgebung hier. Ja, sind heute noch ein bisschen weiter gefahren, ein paar Kilometer gemacht und wollen jetzt hier die Nacht an einem richtig coolen Platz verbringen. Sieht zumindest auf Google richtig cool aus. Bin mal gespannt. Ihr seht das allerdings erst im nächsten Video. Das war's mit dem ersten Teil der Europatour. Am Genfer See hat das Ganze quasi gestartet. Jetzt sind wir hier irgendwo in Südfrankreich am Mittelmeer auf einem Berg. Keine Ahnung, ich bin völlig fertig. Ich freue mich auf einen coolen Schlafplatz und was Leckeres zu essen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne Daumen nach oben da. Schreibt doch gerne in die Kommentare, wie euch der Schnittstil und generell der Filmstil und so weiter gefallen hat. Jetzt vom ersten Teil der Europatour. Ich bin gespannt und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Dann geht's irgendwo Richtung Pyrenäen. Geil. Also Leute, mit einem wahnsinnig geilen Ausblick, sag ich. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Breathe in, breathe out. Hey, come, come, come alive. Breathe in.